Hallo Stefan und John, ich wollte gerne euer nächstes Video beginnen. Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir haben ein Paket bekommen und es stand schon drauf, nur für John. Und irgendwas mit kreativ, ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin gespannt, was es ist, weil ich liebe es immer, diese von Amazon diese Dinger hier auszupacken. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin genauso neugierig, was drin ist. Ja, auch wenn es nichts für dich ist. Das macht nichts. Da kann ich mich ja mit dir mitfreuen, was du bekommen hast. Was ist das? Ah, ich glaube, ich weiß. Ein 3D-Stift! Oha! Diese Dinger sind so geil. Dankeschön. Erklär mal kurz, ein 3D-Stift. Damit kann man so, habt ihr schon mal auf YouTube gesehen, und kannst du halt so Sachen, Figuren zeichnen, die sich dann aber auch so, die sind also mit Plastikpatronen so, und dann, wie soll man das sagen, also kannst du beispielsweise sowas, so Linien bauen oder so, das also... Okay. Das finde ich auf jeden Fall echt geil. Also, super. Dankeschön nochmal. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oder haben wir das schon gesagt? Keine Ahnung, haben wir schon gesagt. Ist auch egal. Auf jeden Fall wollen wir heute Elektroschrott entsorgen. Das könnte man das früher alles bequem beim Sperrmüll machen. Das ist heute leider anders. Heute muss man zu einem Wertstoffhof fahren. Das machen wir jetzt. Vom Wertstoffhof zu einer Lego-Ausstellung. Aber erstmal kann ich auch erklären, wozu man eigentlich Elektrogeräte und so auf einem Wertstoffhof in den Müll schmeißt extra und nicht in den Hausmüll. Es könnten Batterien auslaufen, das ist auch für die Umwelt nicht so gut. Aber es könnten auch Geräte explodieren mit dem Akku und so. Weil die werden ja auch verbrannt. Der Müll wird ja verbrannt und auf jeden Fall werden auch manche Sachen dort wiederverwendet. Beispielsweise, wenn man ein Handy in den Müll wirft, da sind wertvolle Stoffe drin, die man auch mal neu verwenden kann. Und ja, wie gesagt, es geht jetzt zu der Lego-Ausstellung. Ja, das Wetter ist ja schlecht genug, sind ja auch Herbstferien, nicht wahr? Ja. Ja, da haben wir uns für drinnen jetzt mal was ausgesucht hier. Gibt es also in Bremen-Huchting, im Roland-Center, gibt es eine Lego-Ausstellung, kostenlos. Und hinter mir ist auch schon das erste Teil zu sehen, nämlich die Freiheitsstatue. Gucken wir uns die Sachen mal an. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, solche großen Bauwerke zu sehen. Das haben wir ja schon im Legoland gesehen, aber trotzdem, hier ist es auch nochmal der Hammer.
Ja, war wirklich schön gemacht, muss ich mal sagen. Kleine Abwechslung am Regentag. Jetzt geht's raus mit dem Auto nach Hause zurück und dann? Und ja, dann weiß ich selbst noch nicht. Erstmal frühstücken oder beziehungsweise Mittagessen und dann gehen wir heute mal an die Schlachte. Zum Paulaners. Ja, vor kurzer Zeit hat John ja im Heidepark den Zauberwürfel kennen und lieben gelernt. Und es hat nur einen Tag gedauert, oder waren zwei? Was? Das erste Kreuz! Ja, was immer das bedeuten mag. Auf jeden Fall hat er jetzt auch einen und er will sich jetzt damit nach eigenen Aussagen näher damit beschäftigen. Genau. Ich bin zwar kein Zauberwürfel-Profi, aber ich versuche jetzt diese Methode hier zu nehmen, dass man erstmal ein Kreuz macht aus dem Weißen, dann die Platte voll macht und ja, dann macht man das halt so, weil hier Weiß ist oben und Gelb ist unten und dann macht man unten auch, also unten auch voll die Platte und ja, dann hat man irgendwann noch den ganzen Würfel voll, wenn man so weitermacht und ja, diese Methode probiere ich jetzt mal aus. Soweit die Theorie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne irgendwelche Anleitung würde ich das gar nicht können. Ich bin sehr gespannt und ich bin auch echt verwundert. Gestern haben wir bei schönstem Wetter im Heidepark Spaß gehabt, hatten aber keine Kamera dabei, wir haben nur Fotos gemacht. Heute hat uns der Herbst leider wieder, muss man sich halt mal so Sachen suchen, die man drin machen kann. Wie zum Beispiel den Zauberwürfel. Wir haben uns ein leckeres Hähnchen bestellt und ja, mal gucken, wie es schmeckt. Wie mache ich das jetzt ab? Ich habe es noch nie... Oh, die Jugend von heute. Nicht mal ein Hähnchen können sie anschneiden. Das ist einfach nur noch schrecklich. Aber du kannst weiß, wie man eine PS4 anmacht, ne? Ja. Stand hier zu meinem Lego aufbauen. Ich bin jetzt mittlerweile bei der 8. oder 9. Anleitung, die ich mache. Und ja, von den Jungs hilft mir irgendwie keiner. Sehr schade. Wir waren ja auch heute bei der Lego-Ausstellung. Wir haben genug Lego für heute gehabt. Ja, ich noch nicht. Ich habe ja gearbeitet. Aber gut, ich nutze die Zeit für mich. Das ist nämlich sehr entspannt. Ich höre nämlich immer Hörspiele dabei. Also. Was gibt es gerade für ein Hörspiel? Was war das? Es gibt vom Maritim Edgar Wallace, ein sehr altes, und mit Manfred Krug als Sprecher, wer den noch kennt, den Schauspieler. Sehr gut. Heute gibt es mal was ganz Besonderes zum Abendessen. Ja, und zwar haben wir ein Paket bekommen, ein sehr großes Paket und... Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es war eine super Idee. Und zwar sind das Reisrollen. Und zwar sehen sie aus wie Sushi. Aber das Besondere ist, sie sind ohne Fisch. Also auch was für John. Hä? Warum? Ich mag Fisch. Ach so. Ich höre gerade ohne Fisch. Hier ist doch Fisch. Ja, und zwar wollte ich den Vergleich mal testen und habe gedacht, wir mischen das heute mal ein bisschen. Und... Ja, mit Fisch ist so das Übliche mit Lachs, was ich genommen habe. So viel Auswahl gab es heute nicht, und mit Thunfisch. Und die neue Sorte jetzt, was wir geschenkt bekommen haben, ist zum Beispiel mit Huhn, mit Bolognese, mit Schafskäse, mit Möhren. Und dann gibt es ganz tolle Dips dazu, zum Beispiel Kokoswasabi. Ich bin echt gespannt. Ja, bei dieser Art von Essen gibt es eine Schwierigkeit für manchen.
Und zwar das Essen mit den Stäbchen. Also ich habe mir das mal irgendwie so angewöhnt, ob das richtig ist, keine Ahnung, wie ich das mache. Ich mache es immer so, den einen Stab lege ich hier so in die Hand, dass der Daumen da drauf drückt. Den zweiten nehme ich auch so und dann ist es ganz einfach, dass man wie so eine Zange oder wie so eine Pinzette, damit kann man sich dann die Sachen aufnehmen. Probieren wir mal. Klappt wunderbar. Naja. So, passend wähle ich mal aus La Mama aus dem Prospekt. Das ist mit Bolognese und empfohlen wird ein Dip mit Parmesan dazu. So, die sind sehr groß. Das ist eine, darf man das sagen, John? Eine Maulsperre hat man dann. Ja, mir schmeckt auch dieser Grünschnabel ganz gut, weil ich finde, also irgendwie, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist ein bisschen wie, als wenn es irgendwie wie eine Süßigkeit wäre, was irgendwie auch irgendwie voll süß ist, finde ich. Und ja, mir wird hier auch ein Dip zu empfohlen und ja, mal gucken, wie das zusammenschmeckt. Wie mache ich das eigentlich darauf? Mit einem Löffel. Mit einem Löffel. Ich liebe ja Sushi mit Fisch, muss ich sagen. Je verrückter, je leckerer eigentlich. Bis auf so Sachen, wo dann ganz viel roher Fisch drauf ist. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit. Aber ich bin nochmal sehr gespannt, wie es schmeckt ohne besagten Fisch. Und zur Not habe ich ja auch noch hier den Vergleich mit Fisch. Zwar nicht ausgeflippt, ganz normal, aber... Ja, und dort ist auch noch ein Fisch. Da. Ja, ich bin Fisch vom Sternzeichen, genau. Dann mal... Ach so, das wusste ich eigentlich gar nicht. Ich dachte eigentlich so ein Fisch. Fischkopf, so, mal los, ja. Wie ein Profi. Mhm. So, weil ich mir noch mal den grünen Schnabel mit sonnengereiften Tomaten schmecken lassen. Was soll ich sagen? Mit Sushi im Allgemeinen hat es für mich, zumindest dieser grünen Schnabel, oder wie hieß das, Grünspan oder Grünschnabel? Grünschnabel. Eher wenig zu tun. Soll ich dir sagen, was da drin ist, was du gegessen hast? Lieber nicht. Was ist es denn? Ziegenfrischkäse. Na, wirklich? Mich wundert, dass du das so gerne isst. Aber vielleicht schmeckt es ja auf diese Art und Weise. Wir haben es ja nur anders mal gegessen. Das ist ja das Interessante mit verschiedenen Dips und Kombinationen. Ich brauche was zum Neutralisieren. Aber Ziegenkäse habe ich da nicht rausgeschmeckt. Also Ziegenfrischkäse ist vielleicht auch was anderes als den Ziegenkäse, den wir mal gegessen haben, wo einem also wirklich das ganze Essen wieder aus dem Gesicht gefallen ist. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Es ist ein total anderer Geschmack, als wenn man anderes Sushi isst. Eine... Oh, das ist aber gerade jetzt sehr scharf. Also... Holla, was war denn das? Das heißt Pork Hot. Reisspezialität mit Hühnerbrustfilet in Kokosmilch, feurig gewürzt im Gemüseblatt und dazu Chili Koriander Dip. Hab man auch gemerkt. Um es kurz zu machen, ein völlig neues Sushi-Erlebnis. Kann man echt mal machen. Danke nochmal für das nette Paket, was heute Morgen um 8 Uhr per Express gekommen ist. Ja, ein bisschen schmecken lassen und den Abend ausklingen lassen. Und morgen geht's in Heidepark. Und da sind wir auch schon. Auf dem Parkplatz vom Heidepark. 9:30 Uhr. Wir haben sogar was zu essen gekauft unterwegs. Was gibt's bei dir? Franzbrötchen. Ich habe erstmal ein Hotdogbrötchen und ein Pizzastück. Und sogar Simon ist mitgekommen. Bei dem schönen Wetter. Ja, herrlich, ne? Naja, das sehen wir noch. Alles grau und grau. Neben steht John, 11 Jahre alt, aus Bremen. Richtig? Mal kräftigen Applaus für John aus Bremen.
Dominik. Der drückt gleich mit mir und euch zusammen auf den Knopf mit seinem Countdown von 10 bis zu 0. Bei 0 drückt John da drauf. Haben wir alles richtig gemacht? Geht das Tor auf? Ja, ist das Tor? Machen wir was falsch? Bleibt das Tor zu? Annel, dankeschön. Dann kommen wir zum nächsten. Erst loslaufen, wenn der junge Wandschrank hier vorne sagt, ihr dürft loslaufen. Seid ihr bereit? Ja! Ich lasse euch jetzt rein. Ich bin der Meinung, ne? Guck mal auf die Uhr, was haben wir? 58? Passt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und drücken! Jawohl, euer Abenteuer startet. Ich wünsche euch einen schönen Tag im Heidepark. Jede Menge Spaß, Action. Und John, Dankeschön. Ja. Jetzt können wir alle rein wegen dir. Danke, dass du uns reingelassen hast. Danke, dass ich jetzt Scream fahren kann. Hab viel Spaß. Ja, danke. Einen schönen Tag euch. Gleichfalls, danke. Haben wir die obligatorischen Anfangsfahrten im Kolossus hinter uns. Ich bin zweimal gefahren. Ich bin dreimal gefahren. Auch zweimal. Und jetzt geht es zum Scream. Den höchsten Geodrop Tower der Welt. Und Simone, freust du dich schon drauf? Absolut nicht. Da muss man durch, würde ich sagen. Ich sehe ihn schon. Oha. Letzten Kommentar vor der großen Fahrt. Muss das sein? Du kannst die schöne Herbstgegend von unten, von oben genießen. Aber also Platz frei, können wir gleich durchgehen. So, da bin ich auch schon gezwungenermaßen. Ja, und bei Scream, ja, es ist nicht der freie Fall, der mir solche Angst macht. Es ist einfach die Höhe und ich fühle mich da so ausgeliefert, wenn es nach oben geht und ja, der kleine Sitz, auch wenn man wirklich abgesichert ist. Ich habe einfach Angst da oben und fahre lieber zehnmal Kolossus. Und ja, John überredet mich ständig dazu, mitzufahren und ganz oft habe ich auch schon abgelehnt. Ja, da fahren wir nach oben. Es gab eine Aufnahme, wo wir den freien Fall haben und unten ankommen und da habe ich Glück gehabt. Die Datei ist nämlich zerstört, die gibt es nicht mehr und man sieht mein quälendes Gesicht zum Glück nicht. So, nachdem wir eben eine entspannte Runde Ghostbusters hatten, ich hatte eine gute Zahl mal wieder geschafft, nämlich 11.463. 111.000. 111.000 natürlich. Also 111.463. Haben wir nun eine weitere entspannte Fahrt, nämlich das bekannte und bei uns sehr beliebte Mountain Rafting. Ja, sehr beliebt. Ich bin schon total nass. Na, aber mir geht's. Schon nass geworden. Ja, bin ich. Achterbahn fahren macht hungrig, kann ich nur sagen. Ich habe eine große Portion hier, Currywurst und Pommes. Die Jungs sind da etwas bescheidener heute.
gibt's Pommes. So ein Zufall. Bei mir auch. Naja, und da ja auch heute Herbstwetter herrscht, essen wir wieder mal drin. Tom, was war denn bisher das Highlight in deinen bisherigen Herbstferien? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Denk mal ganz scharf nach, was du so gemacht hast. Ich hab dich nicht ganz verstanden. Heitere oder? Was das Highlight war in den Ferien. Ach, Highlight. Ich hab verstanden, so das Heiterste. Naja. Das Highlight. Was Heiteres kennst du ja nicht, ne? Oder? Was haben wir nochmal in den Herbstferien alles gemacht? War Heidepark. Heidepark. Manche haben eine lange Leitung, wie man merkt. Ja, die Bilder gleichen sich. Schon wieder Regenwetter. Und wir gehen jetzt nach Hause, oder wir fahren nach Hause. Diesmal haben wir aber großes Glück, denn Simone ist dabei. Sie weiß ja, wo unser Auto steht, oder? Also wir haben ziemlich weit vorne geparkt, aber frag mich nicht, in welcher Reihe. Ich weiß, wo. Ich habe mir nämlich eine Eselsbrücke gebaut. Also ich habe mir ein Plakat gemerkt und dort sind wir genau gegenüber in der zweiten Reihe. Okay, dann auf geht's. Nochmal kurz vor Saisonende hat Simone ihre Saisonkarte auf eine VIP-Saisonkarte. Ja, man muss schon VIP sein heutzutage. Und warum? Das Sonst Ganze? Kommt man zunächst. Ja. Warum? Weil ich ja am Wochenende auch beim Halloween-Spektakel mal dabei sein möchte. Und da hatte mein Saisonpass leider eine Sperrzeit, eine Ausschließzeit. Da hätte ich nicht mitgekonnt und hätte voll bezahlen müssen. Ja, und so habe ich jetzt 6 Euro bezahlt. Und wenn ich dann komme, muss ich nochmal 9 Euro bezahlen. 9 Euro nochmal dazu bezahlen. Ja. Aber ich habe einen Gutschein gekriegt für einen Express-Butler im Wert von 10 Euro, der angerechnet wird. Das wäre ja nochmal eine Überlegung wert. Was lernen wir daraus? Wir kaufen lieber gleich eine Jahreskarte. Dann hat man die, gar nicht so hat oft man die Probleme nicht. Ich wollte nicht so oft. Ja, da siehst du mal. Ja. Hi. Hi, ja. So. Hoffentlich weißt du wenigstens, wo das Auto steht, dass du wenigstens das gut kannst. Ja. Ein blindes Huhn. Ganz schön nass hier alles. Fällt auch mal ein Korn. So, jetzt ab nach Bremen. Und dann mal sehen, was die Ferien noch so hergeben, nicht John? Ja, genau. Es war schon ganz schön Chaos. Ob wir im Stau waren, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich natürlich geschlafen habe. Ganz leicht. Und wir hätten auch fast einen Unfall gehabt, weil ja ein Auto so halbwegs auf unserer Spur entgegenkam. Also das war nicht schön. Ja, inzwischen sind wir wieder zu Hause. Das Wetter ist scheiße. Sehr schlecht, ja. Ist halt Bremen, aber ja. Und es sind Herbstferien, darf man nicht vergessen. Das muss man auch, und deswegen war der Vlog auch ziemlich lang, da die Herbstferien noch ziemlich lang sind. Aber zu unserer Verlosung kommen wir jetzt. Ihr müsstet dafür einfach ein Hallo in die Kommentare schreiben. Und was kann man gewinnen? Den Hallo Magenta Sprachassistenten. Und wir haben eine Software, die in der Lage ist, aus allen abgegebenen Kommentaren im richtigen Zeitraum einen Gewinner herauszulosen. Und es hat nochmal gesagt, wir haben sehr viele Kommentare erhalten und so manche hat auch versucht, mehrfach mitzumachen. Und zu schummeln. Naja, die Software ist in der Lage, das zu erkennen. Der Rekord lag übrigens bei 600 Kommentaren, die jemand abgegeben hat. Aber wir machen jetzt mal die Auslosung. Die mach ich. John wird das machen. So, ein kleiner Countdown. 3, 2, 0 und... Ja, der Gewinner wird ausgelost und der Gewinner ist Merlin Stoll mit dem Kommentartext: Hallo, ihr seid die besten YouTuber der Welt. Dankeschön. Merlin, herzlichen Glückwunsch. Das hier ist dein Gerät. Bitte versuche uns zu kontaktieren. Wir werden es auch versuchen. Ja, wir versuchen auch dich zu kontaktieren und dann haben wir, glaube ich, alles gesagt. Und dann wirst du dieses Gerät sehr schnell nach Hause geschickt bekommen. Und ja, wir haben gesagt, der Vlog ist schon ziemlich lange. Dann können wir an dieser Stelle ja auch das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns das ja mit einem Like zeigen, uns abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, über beides würden wir uns auch freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Okay, ciao.
falls sich jemand fragt, wie so ein typischer Spätnachmittag oder Abend in Johns Ferien aussieht, das zeigen wir euch jetzt mal. Ja, geht hier ab? Nicht viel. Ich bin jetzt hier läuft heiß, oder? Was machen wir da?